Bei den Anschlägen in Sri Lanka am Ostersonntag wurde offenbar auch der mutmaßliche Drahtzieher selbst getötet. Zahran Hashim war Anführer der Islamistengruppe NTJ, die dem sogenannten Islamischen Staat nahesteht. Der IS hatte sich zu den Angriffen bekannt. Bis jetzt haben wir 70 Personen verhaftet. Nach den Informationen, die uns vorliegen, gibt es in Sri Lanka etwa 130 bis 140 Personen, die Verbindungen zum IS haben. Es läuft bereits eine Operation, um diese Menschen ausfindig zu machen und zu verhaften. Das sri lankische Gesundheitsministerium hat mittlerweile die Zahl der Todesopfer auf 253 nach unten korrigiert. Das Auswärtige Amt warnt wegen der Möglichkeit weiterer Gewalt vor Reisen in das Land.